Schloss Schönbrunn zählt zu den bedeutendsten Kulturdenkmälern Österreichs. Es war Mitte des 18. Jahrhunderts das Residenzschloss Maria Theresias und damals schon Zentrum des höfischen Lebens. Maria Theresia war eine der wenigen, die den Mann ihrer Wahl heiraten durfte. Sie hat sich im Kindesalter in Franz Stephan von Lothringen verliebt. Und während sich Franz Stephan um den Ausbau des Gartens gekümmert hat, hat sich Maria Theresia um den Umbau des Schlosses gekümmert. So ist diese Gesamteinheit zwischen Schloss und Garten hier in Schönbrunn entstanden. Maria Theresia hat versucht, die Funktion des Schlosses zu verbinden. Einerseits ihre politische Bühne zu haben, aber andererseits auch alle Familienmitglieder einzubeziehen in das tägliche Leben am Hof. Hier wurden Feste gefeiert, es wurden Konzerte gegeben. Hier hat sich das gesellschaftliche Leben abgespielt. Hier im Spiegelsaal hat ein ganz besonderes Ereignis stattgefunden. Hier hatte Mozart als 5-jähriger Knabe seinen ersten Auftritt vor der kaiserlichen Familie. Und nach der Vorführung ist der kleine Mozart an der Maria Theresia auf die Schoß gehüpft und der Vater schreibt stolz, die Kaiserin hat ihn herzhaft umarmt und geküsst. Die Faszination des Gartens ist eigentlich schon dahin gegeben, weil es ein französischer Garten ist und ein französischer Garten ist geometrisch genau angelegt. Die Geschichte des Parkes beginnt eigentlich schon vor 1740, aber der Hauptteil wurde unter Maria Theresia erbaut und unter dem Gemahl Franz von Lothringen hat sich überwiegend auch für den Park interessiert. Die Frau Gemahlin überwiegend natürlich für Schloss und für die Einrichtung. Von der Freitreppe aus sieht man am schönsten natürlich das Blumenparterre. Diese Figuren, die Sie hier sehen, nennen wir Arabesken. Die Pflanzen selbst werden auch immer, wenn sie zu hoch sind, geschnitten, dass es wie ein Teppich aussieht. Der Park soll natürlich auch die Macht der Monarchie zeigen. Das heißt, jeder Weg weist natürlich zu irgendeiner Figur oder zu irgendeiner Sonderbarkeit. Und diese Allee, wo wir jetzt sind, geht Richtung Obelisken und die andere Allee auf der anderen Seite geht Richtung Tiergarten. Der Tiergarten Schönbrunn blickt auf eine lange Geschichte zurück. 1752 hat Kaiser Franz Stephan von Lothringen diesen Tiergarten planen lassen. Um den Frühstückspavillon herum sind 12 Logen entstanden. Hier ist er gesessen und hat da rundherum die Tiere beobachtet. Wir sind stolz auf unsere Geschichte, aber zoologisch blicken wir nach vorne. Heute ist das Thema Artenschutz, Naturschutz ganz groß geschrieben. Bei uns sind die Tiere Botschafter für ihre Artgenossen in der Wildbahn. Zum Beispiel unser großer Panda, das Artenschutzsymbol überhaupt. Wir sind sehr stolz, dass wir zum zweiten Mal Nachwuchs bei dieser besonderen Tierart haben. Trotz zeitgemäßer Tierhaltung spürt man natürlich im Tiergarten Schönbrunn überall das imperiale, das historische Ambiente. Der Tiergarten Schönbrunn ist ja Teil eines Weltkulturerbes zusammen mit dem Schloss Schönbrunn und dem Park.